Hey, ich bin's wieder, Ludwig, dein Bodyvital-Trainer. Zuerst einmal, um ein paar Fragen klarzustellen. Das ist eine echte Zitrone, keine Plastikzitrone. Also, ich werde sie irgendwann einmal ernten, vielleicht zeige ich sie im Video. So, jetzt zum Training. Heute zeige ich dir Übungen mit einer Wasserflasche, besser gesagt mit zwei Wasserflaschen. Für den Oberkörper, Bizeps, Trizeps, Schultern, Nacken und Lendenwirbelsäule und Po, den hatte ich fast vergessen. Möchtest du keine Videos mehr von mir verpassen, dann bitte abonniere meinen Kanal. Somit verpasst du keine alternativen Trainingsmethoden mehr. Also, los geht's nach dem Intro. Zuerst nehmen wir die Flaschen, Schultern zurück und dann heben wir die Arme hoch, drehen den Unterarm langsam wieder runter, nicht mehr ganz absenken, rausdrehen und wieder hoch. 12 Stück. Immer bei der Anstrengung ausatmen. Jetzt bleiben wir gleich beckenbreit stehen, geben die Wasserflaschen vor zu den Oberschenkeln und gehen langsam runter, aufpassen, keinen Buckel machen, runter, soweit es geht, und dann gehen wir wieder hoch, Becken vorschieben, Schultern zurück, langsam runter, langsam hoch, 12 Stück. Wenn du hochgehst, schau, dass du aktiv die Schultern zurückziehst. Beim Hochgehen ausatmen. Je langsamer du es machst, je intensiver wird es. Sehr gut für den Po, hinteren Oberschenkel und Lendenwirbelsäule. Jetzt bleiben wir gleich beckenbreit stehen. Heben die Flasche an bis zum Ohr, senken es wieder ab. Hoch und runter. Aufpassen, nicht die Schultern vorziehen, sondern nur die Arme heben. Langsam runter, langsam hoch. Ein Hochgehen, aktiv ausatmen.
lehnst du dich an eine Wand, Po zurück, ganz gemütlich anlehnen. Somit verhinderst du, dass du mit dem Oberkörper vor und zurück gehst. Schön aktiv zurückdrücken und jetzt Arme hoch. Nicht weiter hoch, sondern nur Augenhöhe. Langsam runter, andere Seite. Schultern schön zurück. Jede Seite 12 Stück. Sehr gut für die Schultern, also für die vorderen Schultern. Langsam hoch. Langsam hoch und langsam runter. Dann setzt du dich auf einen Stuhl. Du kannst genauso beckenbreit stehen bleiben. Nimmst die Wasserflaschen auf die Seite. Hebst es bis zum Ohr hoch. Aufpassen, Ellbogen nach hinten und jetzt drücken wir hoch. Nicht ganz durchstrecken, die Ellbogen. Aufpassen, auch die Schultern nicht in die Höhe ziehen, sondern aktiv unten lassen. Langsam runter, langsam hoch. Beim Hochpushen, ausatmen. Auch wieder 12 Stück. Bleiben wir gleich gerade sitzen, heben die Hände hoch, Ellbogen vorne ein wenig zusammen, langsam runter und wieder hoch. Beim Hochgehen Ellbogen nicht ganz durchstrecken, sehr gut für den Trizeps. Jetzt trainieren wir den Nacken. Ich sehe manche, die den Nacken auch im Fitnessstudio so trainieren. Ich sage euch gleich, es bringt null. Ja? Ich zeige euch, wie es richtig geht. Dazu stellen wir uns beckenbreit hin, gehen mit dem Oberkörper ein wenig vor, Handeln oder in dem Fall die Wasserflaschen vorne beim Körper anhalten und die Schultern langsam nach hinten ziehen und hoch bis zu den Ohren und wieder runter. Hoch und wieder runter. Hoch und wieder runter. Zurück bis zu den Ohren und wieder runter. Aufpassen, keine Buckel machen, schön gerade. Oberkörper vor, Po raus. Oben vielleicht ein bisschen halten, langsam wieder runter.
lassen, nicht die Hände hochziehen, also die Arme hochziehen, sondern nur die Schultern. Leute, so geht Nackentraining richtig. Ich hoffe, das Video hat euch Spaß gemacht. Und noch eine kleine Info dazu. Du solltest die Übungen in 3 Sätzen machen. Das heißt, einen Durchgang machen zu 10 bis 12 Wiederholungen, 60 bis 90 Sekunden Pause dazwischen und dann noch einmal. Nicht übertreiben, ganz wichtig. Nichts geschieht auf einmal. Schön langsam steigern, ganz wichtig. Gut, solltet ihr das Video gefallen haben, dann bitte hinterlasst einen Daumen und ein Abo, somit verpasst du keine Videos mehr von mir. Und bis zum nächsten Mal. Dein Body Vital Trainer.